Nochmal Listentreffer für Schürgen? In Deutschland wird Asterblüte-Coach Peter Schürgen in dieser Saison keine Pferde mehr aufbieten. Aber in Frankreich könnte es in diesem Jahr noch einen, vielleicht sogar zwei Starter seines Stalles geben. Der Kölner Trainer hat für das letzte Listenrennen der Saison dem Prix Miss Santa Mixa die Ammerländerin Royal Solitaire und der im Besitz des Stalles Pieder stehende Fuibe genannt. Campanologist verstorben. Das Gestüt Fairhof muss einen herben Verlust in seiner Deckhengstriege verkraften. Der King Mambo-Sohn Campanologist ging an einer Kolik ein. Der Hengst wäre in Fairhof in Kürze in seine vierte Decksaison gegangen. Er war auf dem Weg zurück von Argentinien nach Deutschland. Berliner Grand Prix, das Toprennen. Im Zeichen des 125-jährigen Jubiläums wurde der Große Preis von Berlin-Hoppegarten als das bestbesetzte Rennen der deutschen Galoppsaison bewertet. Es endete mit dem Favoritensieg des englischen Globetrotters Second Step knapp vor dem besten älteren deutschen Pferd Itou und dem amtierenden Derby-Sieger Nutan.